Ich finde, wenn man sich die heutige Zeit genauer anschaut, wenn man sieht, was gerade überall auf der Welt für schreckliche und grausame Dinge passieren, wenn man anfängt, nicht mehr alles zu glauben, was einem die Medien suggerieren wollen, und man verstanden hat, dass wir manipuliert und angelogen werden, wenn man noch ein kleines bisschen Empathie übrig hat für die Millionen von unschuldigen Zivilisten, Menschen wie du und ich, die jetzt gerade in dem Moment, wo ich diese Sätze schreibe, nicht mal 2000 Kilometer von uns entfernt, vor einschlagenden Bomben, umherfliegenden Geschossen und Panzern flüchten, Schutz in Bunkern suchen, nervlich und emotional am Ende sind, durch das Geheul der Sirenen, der Explosionen und der Schreie von sterbenden, verstümmelten und vergewaltigten Mitmenschen, die ihre Familienangehörigen vermissen oder verloren haben und die gerade ohne Nahrung, Wasser und Strom auskommen müssen. Wenn man all das nur im Ansatz verinnerlicht hat, dann sollte auch der kleinste Hamster aus seinem Rädchen aussteigen und aufstehen. Aufstehen und den Mut aufbringen, Nein zu sagen. Nein zum... Nein zu sagen. Nein zum Krieg und Nein zu den Lügen der Medien. Nein zu sagen zu den Handpuppen in der Politik, die in ihrem Kasperle-Theater, was sie als Plenarsaal bezeichnen, für ihre gierigen und machtbesessenen Lobbys jede noch so unmenschliche und völkerrechtswidrige Kriegshandlung vor uns Bürger als notwendig und als ein Akt der Menschlichkeit und Demokratieerhaltung preisen. Nein zu sagen zu unserer amerika-hörigen Regierung, die Waffen in aller Welt und inzwischen auch illegalen Krisengebiete liefert, Faschisten in der Ukraine unterstützt und dessen Bundeswehr, die seit 1999 endlich wieder morden kann und danach strebt, weltweit einsatzfähig zu sein und auch Einsätze im Inneren in den nächsten Jahren massiv auszuweiten. Zu all dem und alles, was direkt und indirekt dieses kranke System nährt oder mit Krieg, Manipulation, Feindbildschaffung und Rassismus zu tun hat, lehne ich vehement ab und sage Nein. Jeder Krieg und jede Anwendung von Gewalt ist ein Verbrechen. Das ist doch nicht so schwer zu kapieren. Wir aus den Friedensbewegungen haben es verstanden, dass nur diejenigen diese Kriege gewinnen können, die entweder ihre bestehende Macht ausbauen wollen oder die Waffen für diesen Krieg bauen, liefern und daran verdienen. Deshalb fordern wir die westlichen Großmächte der USA, der EU, der NATO und alle Strippenzieher und Eliten auf, ein sofortiges Ende des Blutvergießens und der sinnlosen Kriege einzuleiten. Haltet euch endlich an die Menschenrechtsgesetze, die bereits geschrieben stehen, und kehrt zurück zu den rechtlichen und moralischen Normen, die ein friedliches, gewaltfreies und freies Leben für uns Menschen garantieren. Was hat euch denn der Kapitalismus und die Globalisierung gebracht? Klar, ihr könnt euch alles Materielle auf diesem Planeten leisten, könnt euch ungestraft über alle Gesetze stellen, habt Leute unter euch, die die Drecksarbeit erledigen, und ihr habt eine ungeheure Macht über uns, die sicherlich verlockend ist und in der man leicht in eine unmoralische Spirale driftet, der man sich schwer entziehen kann. Und unterstelle euch sogar nicht einmal, dass ihr das am Beginn eurer Macht habt kommen sehen oder bewusst so gewollt habt. Aber was habt ihr wirklich davon? Ihr lebt hinter vergoldeten Gittern, hinter hohen Mauern, in verschlossenen und überwachten Schlössern, werdet von beinahe der gesamten Menschheit gehasst, müsst euch vor uns schützen mit Bodyguards, Scharfschützen und gepanzerten Limousinen. Ihr tragt Verantwortung für die Tausenden von Menschen, die täglich an vermeidbaren Krankheiten, an Hunger, durch Folter und durch Waffen, Bomben, Minen und Drohnen sterben. Ihr tragt Mitschuld daran, dass Millionen von Menschen durch die Folgen unmenschlicher und gefährlicher Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in Textilfabriken, allmählich zugrunde gehen und ein armseliges Leben führen. Nach wie vor produziert ihr unfassbar viel Waffen und nennt es fälschlicherweise Verteidigungsausgaben. Und nach wie vor schottet ihr die reichen Länder gegen Flüchtlinge ab, die ihr aber selbst mit euren ekelhaften Kriegen, die nichts weiter sind als Ressourcenbeutezüge, in die Flucht geschlagen habt. Ihr plündert und vergiftet die Menschen und die Natur
Und aus dieser Ausbeutung und Abschöpfung resultiert überhaupt euer Reichtum und ja, auch unser Wohlstand. Aber immer mehr Menschen, die dies verstanden haben, fühlen sich nicht mehr wohl dabei, wenn sie die übertrieben vollen Regale bei Kaufland, Lidl und Co. sehen, dessen Artikel genau genommen gar nicht uns gehören, beziehungsweise sie eigentlich nicht zu diesen Preisen zu haben wären in einer gleichberechtigten Welt ohne Kriege. Und sind bereit, auf den Überfluss zu verzichten und den Konsum nachhaltig zu reduzieren. Und verlangen von euch, dass ihr endlich anerkennt, dass die Menschheit sich nach Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Nächstenliebe sehnt. Und überhaupt. Und überhaupt. Denkt doch mal daran, was ihr euren eigenen Kindern für eine Welt hinterlasst. Und flehe euch an, begebt euch mit uns auf Augenhöhe. Lasst uns nach Lösungen suchen, die uns alle zufriedenstellen. Und gebt der Menschheit endlich die Chance, den Reset-Knopf zu drücken. Um von vorne zu beginnen und um unser Zusammenleben mitgestalten zu können. Des Weiteren fordern wir alle Journalisten auf, wieder ihrer wirklichen Pflicht nachzugehen, über die Dinge und Zusammenhänge in der Welt ehrlich, aufklärend, wertfrei und überprüft zu berichten, anstatt weiterhin die vorgefertigten Meldungen von den großen NATO-gesteuerten Presseagenturen wörtlich und ohne nachzuprüfen zu übernehmen. Hört auf, mit eurem schädlichen Geschmiere gegen irgendein Feind mobil zu machen, sondern zeigt endlich Rückgrat und Mut, gegen den Krieg mobil zu machen. Ich will mir nicht anmaßen, euch alle zu verurteilen und bin mir sicher, dass es oft auch ein Drahtseilakt ist, über Konflikte und Kriege mit Neutralität und Objektivität zu berichten. Und mir ist klar, dass Nachrichten nicht nur weitergegebene Informationen sind, sondern zu einem großen lukrativen Geschäft verkommen ist. Aber wirkliche Gegenwehr oder moralische Bedenken von euch nehme ich immer weniger wahr, sondern sehe eine immer weiter fortschreitende Gleichschaltung der westlichen Deutungshoheit, die euch und uns unerbittlich aufgezwungen wird. Ich erkenne, dass ihr in euren Kreisen nicht gerade einen offenen Umgang mit Schwächen und zu wechselseitiger Ermutigung nach Ehrlichkeit animiert wird und womöglich vielen von euch Journalisten gar nicht bewusst ist, wie tief ihr größtenteils im Interessenkonflikt und in den Gesäßen eurer Vorgesetzten steckt. Auch euch bitte ich, mit uns auf Augenhöhe zu begeben, euch bewusst werden zu lassen, welche Macht ihr mit euren Worten und euren Bildern habt und wie viel Anerkennung und Respekt ihr wieder entgegengebracht bekommen werdet, wenn ihr eurer wahren Pflicht wieder nachkommen würdet. Und als letztes fordern wir alle Soldaten auf, die Waffen niederzulegen. Aus dem Militär auszutreten und sich nicht mehr missbrauchen zu lassen für das Morden unter falschen Behauptungen der kriegstreibenden Machthaber. Ihr habt jederzeit das Recht, den Kriegsdienst zu verweigern und aus euren Dienstverhältnissen auszusteigen. Und selbst wenn ihr dann unehrenhaft entlassen werden solltet, würdet ihr von uns ehrenhaft aufgenommen werden. Ich weiß, ihr seid ehrgeizig und seid höchstwahrscheinlich mit den edelsten Zielen zum Militär gegangen. Doch ihr werdet genauso angelogen und genauso manipuliert wie wir. Nur, dass ihr töten müsst oder im Einsatz getötet werden könnt. Das nicht als Preis dafür, um Freiheit und Demokratie in andere Länder zu bringen, sondern um für eine Handvoll machtbesessener und habgieriger Menschen unschuldige Zivilisten zu töten und die Interessen des Westens, die Ölfelder und andere Ressourcenquellen für sie zu erobern und zu schützen. Schließt euch uns an und helft uns wirklich für den Frieden zu kämpfen und oder besser gesagt ihn zu erlangen. Und nun zum Abschluss gebe ich mich wieder meiner Fantasien und meinen Träumen hin und male mir eine Welt aus, in der alle Menschen aus allen Schichten zusammenkommen, ihre Ketten der Unterdrückung ablegen und friedlich und produktiv über diese Zukunft des Planeten reden, ohne dass jemand übervorteilt oder benachteiligt wird, egal wer oder was man ist, egal wo man herkommt und darstellt. Eine Welt, in der wir miterleben, wie alle Gewehre
Bomben, Raketen und Drohnen zerstört, alle Panzer verschrottet und alle Minen entschärft werden. Eine Welt, in der jedes Land Abkommen zur Abrüstung abschließt und Verträge zur friedlichen und gewaltfreien Zusammenarbeit vereinbart, die uneingeschränkt, bedingungslos und immer eingehalten werden. Eine Welt, in der niemand mehr Hunger und unter Armut leiden muss. In der alle Staaten und die dort lebenden Menschen bereit sind, die Güter der Erde gerechter zu verteilen. Eine Welt, in der jeder das gleiche Recht auf Bildung und Wissen hat und in der Worte wie Neid, Hass, Zorn und Gier endgültig der Vergangenheit angehören. Doch ich weiß, ich darf mich nicht in diesen Träumen verlieren, sondern muss hier in der Realität weiter dafür einstehen und nicht aufgeben, dass wir diese Ziele eines Tages erreichen werden. Danke euch.